Hi. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal mit meiner Schminksammlung weiter. Und ich muss mal hier so ein bisschen. Und habe mir gedacht, ich mache mal weiter mit meinen Paletten, die ich so habe. Und ihr werdet sehen, ich glaube, so viel Paletten braucht kein Mensch. Die werde ich auch in meinem Leben niemals leer bekommen. Aber das ist ja auch egal. Ich muss dazu sagen, ich kaufe viel einfach aus, ich nenne es mal Sammelleidenschaft. Ich sammle das Zeug, ich benutze es natürlich auch, klar, aber ich sammle halt gerne Schminke und so und Paletten und ja. Ich blabber gar nicht weiter viel rum, denn das ist eine ganze Menge und ich habe die Befürchtung, das Video wird sehr lang. Ich fange mal an mit meiner neu erworbenen Urban Decay. Weiß nicht, wie sie heißt. Keine Ahnung, wie sie heißt. Es ist diese ganz normale, keine Ahnung, Urban Decay Palette. Oh, übrigens sind meine Lampen repariert. Ich hoffe, ihr könnt jetzt also ein bisschen besser sehen. Also die Palette finde ich sehr, sehr schön. Ich mag das, ich mag es gerne bunt. Ich schminke mich auch gerne neutral mit Braun, Beige und so. Aber ich habe es auch mal eigentlich meistens. Also ich habe es gerne auch knallig. Dann, es ist eigentlich nur ein Trio, aber ich habe es trotzdem bei den Paletten liegen. Das ist von NYX. Das ist die 13 Cherry Cool Blue Hot Pink. habe ich mal auf Kleiderkreisel mir erkreiselt. Genauso wie diese beiden Schätzchen hier. Einmal ist das die NYX Runway Collection. Das ist die Nummer 04 Catwalk. Ihr seht es halt als neutrale Brauntöne. Dann habe ich die Smoky Eyes. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Da ist hier das eine Ding, das so ein bisschen lose. Das sind halt als sehr dunkle Grau-Schwarztöne. Finde ich aber auch total super. Dann eine meiner Lieblingspaletten, die Nude Tude. Leider ist es nur die Kleinkinder-Sparversion. Ich hätte lieber gerne die mit den Frauen gehabt, aber es ist auch, ich liebe diese Palette. Und ich mag gerne schimmernde und glitzernde Töne. Ich mag auch gerne matt, aber ich habe am allerliebsten halt so Glitzerkram. Beziehungsweise halt, wenn es nicht matt ist. Dann eine meiner selbstgemachten Z-Paletten oder Z-Palettes. Da sind halt Stargazer hier unten. Hier die und das Blau ist zum Beispiel Stargazer. Das hier ist, glaube ich, P2. Dann ein paar so LE-Sachen. Der hier müsste, glaube ich, ein Inglot sein. Die anderen hier oben ist alles Rebecca Flöter. Der da unten auch. Das ist ein ganz, ganz alter, den habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Ja, so, dann habe ich ja so ganz viele lustige Paletten mir zugelegt. Die waren alle relativ billig. Die gehe ich mal gerade als erstes mit euch durch. Die mache ich jetzt gar nicht auf. Das sind halt alles diese günstigen, das ist alles sehr, sehr schimmrig, sehr, sehr glitzernd, aber ich finde es toll. Also ich mag das sehr gerne. Sehr schöne, dieses Blau da zum Beispiel ist der absolute Kracher. Und die letzte, also da zum Beispiel dieses Grün, das ist so ein Grün mit so einem Goldschimmer. Das ist ein Pink mit so einem Blauschimmer. Das sieht so schön aus.
Das ist total super. Dann habe ich mir auch mal auf Kleiderkreisel ersteigert die 96er Palette. Diese hier war ja, ist jetzt von Zoeva. Sind auch ein paar, wirklich ein paar. Also es sind fast alle Farben, finde ich total super. Müsste ich auch mal wieder mehr mitmachen. Dann habe ich mir. Ah, da. Von Beauty Box. Das sind, glaube ich, 72. Die haben aber alle sehr extrem Glitzer und Schimmer. Also wirklich Glitzer. Finde ich aber auch sehr cool. Dann habe ich mir von Beauty Box. Das ist, glaube ich, diese Hollywood Palette. Mich wundert so ein bisschen, dass da kein Grün drin ist. Also ich hätte zum Beispiel anstelle von dem Silber hier hätte ich vielleicht ein Grün oder so reingemacht, aber gut. So, dann habe ich hier ganz süß so einen kleinen Palettenständer. Ja, das war früher mal so ein Toastbrothalter und den habe ich umfunktioniert. Da ist so eine Palette, die sieht sehr ähnlich der Sleek-Palette aus, ist aber von Technic Electric Beauty oder so. Da habe ich zum Beispiel mit dem Pink, es kommt leider in der Kamera gar nicht so rüber, und mit dem Blau ein Augenmerk abgeschminkt. Dieses Pink, das muss ich euch kurz. Das ist der absolute Kracher, diese Farbe. Die ist der Burner. Ich liebe diese Farbe. Die ist so geil. Mit einer vernünftigen Base kommt da auch wirklich, wirklich viel bei raus. Also es ist qualitativ gar nicht so schlecht. Dann habe ich von dieser selben Electric Beauty noch eine lilafarbene Palette. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Dann habe ich wieder eine kleine Z-Palette. Das sind alles uralte Lidschatten hier unten. Der grüne und die unten hier, das sind alles depottete Catrice-Lidschatten. Und die hier oben, das sind alles uralte Dinger, die ich mal in einer riesigen Palette hatte, die ich für meine Ausbildung zur Kosmetikerin gekauft habe. Hier sind alle meine MAC-Lidschatten, sind noch nicht wirklich viele. Die beiden hier sind Inglot, der und die beiden hier unten auch. Und oben die fünf sind MAC-Lidschatten. Dann meine geliebte The Balm Shady Lady Volume 1. Wo ich wirklich froh war, dass sie die nochmal repromotet haben. Das finde ich sehr cool. Und Shady Lady Volume 2. Und dann die letzte Beauty Box Palette. Das ist so eine irgendwas mit bla bla Neutrals. Habe ich auch schon so ein bisschen mit rumprobiert. Auch ganz nett. So, jetzt kommen im Schnelldurchlauf praktisch alle meine Sleek-Paletten. Und zwar haben wir da einmal die Sleek Glory 2012 Collection. Also es ist so eine sehr bunte. Die obere Reihe ist sehr bunt, die untere Reihe ist relativ neutral. Finde ich aber ganz cool. Also ich mag diesen Bronzeton sehr gerne. Dann darf natürlich nirgendwo fehlen einmal die Nude, die Eau Naturelle, die ich auch sehr, sehr gerne benutze. Also die finde ich wirklich auch alltagsmäßig total super. Dann die Caribbean Collection oder beziehungsweise aus der Caribbean Collection die Curaçao. Finde ich auch sehr, sehr geil. Also es sind ein paar wirklich Bombenfarben bei. Dann die Storm-Palette, die glaube ich so ungefähr fast jeder hat. Dann die PPQ Me, Myself and I. Ihr seht, bei manchen habe ich diese Dinger hier noch behalten. Also ich werde das glaube ich wegschmeißen. Das ist so nervig. In meiner
in meiner Au Naturel-Palette, die ist schon total verknickt und bäh und nicht gut sleek. Dann die Chaos-Palette. Das sind alles matte Farben. Sleek hat auch sehr oft in den Paletten schimmrige Farben oder, ne, glitzernde eigentlich nicht, aber schimmernde Lidschatten. Was ich sehr, sehr, also ich mag das sehr, sehr gerne. Die Chaos-Palette ist aber komplett matt. Dann die Oh So Special. Auch relativ neutral mit so ein bisschen rosa und peach und dann hier so ein bisschen dunkel, um da mal so smoky Looks mit zu schminken. Was ich früher übrigens sehr, sehr gerne gemacht habe. Eine meiner absoluten Lieblingspaletten, die Acid Palette. Damit habe ich irgendwann mal, eine Ex-Barkitch hatte mal so einen Look auch mit dieser Palette geschminkt. Den habe ich mal irgendwann nachgeschminkt. Sehr geil. Also Bombe. Dann aus der Avoir la Pêche Kollektion die Paraguaya Palette. Das ist ja, wie gesagt, Avoir la Pêche. Peach, Pfirsichfarben. Natürlich auch damit so ein paar Smoky und ein bisschen Highlighter und so. Finde ich aber auch sehr, sehr schön, die Farben. Also, wenn ich das immer so sehe, dann möchte ich mir das immer alles einfach mein Gesicht so. Wisst ihr, was ich meine? Dann aus der Mediterranean Collection die Monaco. Und da mag ich, also das Grün da finde ich total sensationell. Das Lila finde ich super. Das Blau bzw. Türkis finde ich total schön. Dann ist hier so ein ganz, ganz dunkles Blau. Dann die Bad Girl Palette. Die habe ich mir, glaube ich, mal auf Kleiderkreisel auch ersteigert. Und das ist alles, sind alles so Blau-Grautöne. Hier, das ist so, die beiden da oben sind so ein bisschen lila. Ich weiß, man sieht das jetzt nicht. Dann hier ist zwei dunkle Blautöne und da sind zwei dunkle Grüntöne. Hier unten sind dann Highlighter und von Grau bis Schwarz alles dabei. Damit habe ich mich auch schon geschminkt. Auch sehr, 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 sehr schön. Die Qualität von Sleek ist immer super. Also ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie mal was gehabt, wo ich sagen würde, so, oh, damit bin ich jetzt aber mal auf die Schnauze gefallen oder so. Also egal, welche Farbe ich von Sleek bis jetzt benutzt habe, die waren immer gut. Dann haben wir die Good Girl. Das ist eine Limited Edition, glaube ich, mal gewesen. Ist in einigen Shops noch zu haben. Und das sind halt alles so Rot- und Pinktöne, wie man sieht. Auch damit habe ich schon einen Look geschminkt. Man soll es keinen glauben. Ich benutze auch das Make-up. Dann haben wir die Sunset. Und wie gesagt, das Türkis. Ich liebe Türkis in den Lidschatten. Ich weiß nicht warum. Es sieht so nach Meer und Strand und Sonne. Und wie gesagt, Sonnenuntergang. Deswegen heißt es ja so. Und wir haben es geschafft. Meine letzte Palette. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Sleek Original Palette. Ich habe leider noch nie mal irgendwie gezählt, ich habe jetzt auch jetzt nicht mitgezählt, wie viele Paletten ich habe und wie viele Sleek-Paletten ich habe. Ich werde mir aber die Snapshot zum Beispiel auf gar keinen Fall kaufen, denn die Snapshot ist ja eine praktisch so eine Zusammenvermischung von der Monaco und der Curaçao. Wie ihr seht, habe ich beide. Also, ich kaufe ja viel unnützes Zeug, aber das ist dann, das sind dann so Sachen, das brauche ich einfach nicht. Ja, das waren meine ganzen Lidschattenpaletten. Was als nächstes kommt, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich denke, ich würde mich mal an meine Lippenstifte wagen. Und ja, mehr habe ich dazu im Moment nicht zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.